Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dreadnought. Matze ist auch dabei. Hallo Matze. Ja, servus David. Ich bin immer noch dabei. Möchte man mal sagen. Ja, du bist immer noch dabei. Nee, wir nehmen gerade viel hintereinander auf, einfach weil wir es können und weil wir gerade Bock haben. Genau. Und wir spielen schon wieder Dreadnought. Welche eine Überraschung. nein, wir spielen immer noch. Genau. Und wir machen mal wieder eine neue Party und machen eine neue Party. Genau. Ach du Scheiße, hast du den gerade echt gebracht? An dem hast du aber lange gefeilt, oder? Ja. Hab mehrere Pfeile dabei durchgebrochen. Ja, genau. Doch, ich habe meine Raketen verbessert, ja. Genau. Ich habe auch die verbesserten eingebaut, das ist gut. Ich muss hier noch ein bisschen erforschen, dass ich wieder an Tier 3 komme. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Das braucht ziemlich viel Erfahrung, verhältnismäßig. Ja, so ein Tier weiterzukommen, das ist immer ein ziemlicher Aufwand. Also ich hatte immer relativ viel vom selben Tier. Da habe ich immer sehr, sehr viele Tier 3er. Und aber auf diesen Muromets hier zu kommen, den Stufe 4er Artillerie, hat echt lang gedauert, aber es ist gut, ziemlich cool. Gut, ich habe eigentlich nur Tier 1er hier in dem Loadout gerade, aber ich verstehe auch nicht, ich kriege auf der Tier 1er so viel mehr Erfahrung als auf der Tier 2, habe ich das Gefühl, obwohl ich nur. Wieso ist das irgendwie gerade die Agosta hier, die 8000 Erfahrung. Aber Dreier spielen auch gar nicht so cool, weil du hast halt einen Rekrut bzw. Veteran, hast du immer 1 bis 2 in Rekrut und Veteran ist ja 3 bis 4. Das heißt, als Dreier kommst du immer in Gefechte. Ich sag mal Gefechte wie ein Wort. Nee, aus Dreier kommst du immer gegen Vierer Gegner, das heißt, es ist immer nicht so cool, aber wenn du Vierer spielst, dann hast du so viele Gegner, die Stufe 3 sind und das ist halt ganz praktisch. Weil die machst du ziemlich fertig, als Stufe 4er. Aber gut, das ergibt Sinn. Ja, total. In dieser Folge werde ich vermutlich hier mal ein bisschen diesen Tactical Cruiser spielen, vielleicht Matze ein bisschen unterstützen. Weil ich habe herausgefunden, dass ich gerade den hier spielen muss, um nämlich die Gravis auf Stufe 3 freizuschalten. Die leichte Dreadnought ist das, aus Haus Oberon. Super cooles Raumschiff, muss ich sagen. Das möchte ich echt unbedingt mal haben. Auch die darauf folgenden. Also die darauf folgenden wäre dann, Moment, hier. Lorica und Invictus. Wäre dann Lorica. Wie können wir die... Welches Haus spielst du eigentlich am liebsten? Hast du irgendwie ein Favorite? Oh, ja, Moment. Dings, Hersteller. Tatsächlich bin ich eigentlich ein großer Fan von Akula Vector. Okay. Also, cool. Gerade den Artillerie-Kreuzer von Akula Vector, die finde ich immer ziemlich cool. Ja, weil die... Das ist so OP. Ich meine, das war auch, ist ja Stufe 5er, also die haben es alle einen einzelnen Namen bekommen, das finde ich so ein bisschen nervig, zum sich merken. Aber ja, ich finde die alle ziemlich nice. Weil die haben, das sind halt die Schiffe, die halt den größten Single-Shot-Schaden haben, ne? Und auch in World of Tanks, ihr wisst ja, vielleicht habe ich den Jagdpanzer E100, ne? Das ist auch einer der mit den größten Alpha-Schaden, ne? Und das finde ich einfach witzig, ne? Und, genau. Der Lieblingspanzer. Jo, mitunter auf jeden Fall. Auch dieser Born Once Again ist wieder bei uns. Und der Castida, lol, es sind zu viele. Auch die Kiel waren ja. Die spielen halt alle gerade dieselbe Stufe, schätzungsweise, ne? Gut, wir gucken ein bisschen durch, was haben wir noch? Diese schicke rote wieder. Ja, genau, der rote ist wieder dabei. Naja. Die Leute kennt man langsam. Man kennt sie, ja. Wann hast du echt so viel Dreadnought gezockt, wenn du meinst, du hast so viele Tier 3er? Ja, ich weiß auch nicht, wann das war. Ich glaube, in den letzten Semesterferien hatte ich mal ein bisschen Dreadnought gespielt. Okay, da war ich nicht da. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. So, wo guckst du rum? Ah, du bist hier rechts. Hallo, Matze. Ich habe gerade Tab gedrückt und es hat nichts. Ich dachte mir gerade so, ich bin Idiot, aber es ist nichts passiert. Ja, deine Aufnahme läuft noch. Das ist schön. Ja, OBS läuft noch. Lol. Oh Gott. So ein. Ja, Ding. Das fuck. Reparaturabfangstrahl 1. Reparaturabfangstrahl 1. Reparaturkapsel. Strahlenverstärker. Selbstreparatur. Okay, so vielleicht noch hier unten, zack, hallo. Na, okay. Au, von Wookie. Ach ja. Tactical Cruiser spielen ist einfach so richtig entspannt, muss man sagen. Es ist einfach so, la la la.
Heil, heil, heil. Aber kannst du den Bob da unten geben? Ich will Tactical Cruise, ich kann niemanden geben. Na dann. Ich kann. Vor allem die Stärke von diesem Strahl, da macht ja auch Schaden, aber die Stärke von dem Strahl, die nimmt halt auch super krass ab mit dem Abstand. Jetzt fliegt der Born Once Again wie hier voll in die Flugbahn. Ey, ich mag den da. Das ist der rote, by the way, aber ich mag den langsam nicht mehr. Weil der mir da unter die Flugbahn fliegt und mir damit die Kills stealt. Wie viele Punkte man dann allein durch das Reparieren kommt, das ist so OP. Das ist echt ziemlich hart. Das war früher noch viel krasser, da musste es hart mal genervt werden, weil du musstest nur mit dem Tactical Cruiser irgendwo rumgurken und einfach die Leute reparieren. Und du hast so viel Punkte bekommen. Du warst einfach jedes Mal Erster im Team, ja. Ja, das war so broken. Inzwischen wurde es ein bisschen gebalanced, was halt eigentlich ganz sinnvoll ist. Ja. Oh mein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Mein Gott, okay, der wurde zu stark gebürstet. Das habe ich nicht kommen sehen. Scheiße! Ich dachte mir gerade, okay, der wird wahrscheinlich gleich low werden. Okay, auf die Distanz ist es auch nicht so hilfreich, aber naja. Naja, wobei, er wird doch voll langsam. Oh, kriege ich den Heal da unten? Oh, okay, nein, ich kriege eher auf die Fresse. Ach du Scheiße! Ich bin ungefähr zu allen exposed. Du kriegst dir mal so einen Heal-Pot bei dir hin. Das ist geil. Schau mal, ob er dich heilt, das wäre eigentlich ganz cool. Kriegst du Heal von dem? Ja, doch, ich denke, bin mir ziemlich sicher. Ich krieg ja kein Ja, doch, ich krieg ja Heal von dem, ja. Das ist gut. Dann kann ich Bob mit voller Waffenenergie attacken. So, Born Once Again wird auch ein bisschen geheilt. Die fokussen einen sind halt auch schlecht, gerade auf dieser Stufe. Lol, da ist einfach die mehr im Weg, in den ich gerade. Hallo! Ach, ich hatte noch Cooldown, oder was? Ich hatte noch Cooldown. Nein. Was machen die denn, unsere Freunde? Die warpen einfach immer in die Gegner rein. Und dann wundern sie sich, wenn sie auf einmal down sind, ne? Ja. Komm schon, jetzt stirb! Naja. Warum stirbt der Heal da jetzt nicht? Max Range Heal. Easy peasy. Endlich. Eieiei. Oh, Maschine, echt da unter mir. Kriegst du aber mal ordentlich auf die Fresse. So weitermachst, kriegst du ordentlich auf die Fresse. Oh je, jetzt. Kill mich mal bitte, dann kann ich nämlich durchheizen. Ja. Oh lol, Born, Kollege. Ja. So ein KS, so ein. Alter, ohne Witz. Lebst du noch? Ich lebe doch, ich lebe. Ja, muss schreien, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ne? Sonst. Hier liegt gerade den Kollegen hier. Jetzt kriegst du ein bisschen hier. Du bist gerade lost, nämlich. Schon wieder! Dieser Typ, der killt. Aber du kriegst doch, aber kriegst du nicht denn auch den, die Punkte? Also, ich meine, in Dreadnought war es immer ganz angenehm, dass du auch Punkte bekommst, wenn du nur sehr viel Schaden gemacht hast. Ja. Jetzt habe ich einen Captain-Abschluss bekommen, ja. Ich bin sowieso immer King of Assists, das kennen wir ja. Yes. Wo sind die Gegner? Tatsache. Langweilig. Da unten. Gute Frage. Okay, da hinten ist ein bisschen Lauf halt mir drauf. Ist immer schwer, das gesamte Team im Überblick zu haben, wenn der gerade Heal braucht. Jetzt. Ja, der war auch hier. Nicht eng werden. Alle Waffensysteme übertaktet. Na, ich krieg gar nicht so auf die Fresse. Dieser fette grüne Strahl ist einfach herrlich. Doch. Au, ich krieg auf die Fresse, okay. Raketen, Alter. Muss sagen, wenn du Heal brauchst. Ja, wäre ganz geil. Ich bin wo bist du? Down. Ah, ja. Oh, sag das doch früher. Ich bin gleich down. 10 HP hat er. Ja, das unterschreibe ich, dass du gleich down bist. Ich hab schon gesagt, bin gleich down, als was hat mich da gefunden? Ach, fuck, irgendein scheiß Zerstörer oder so. Okay. Ja. Wieso liegen wir hinten? Was ist denn hier los? No, aber naja, also wir liegen um einen Kill hinten, das ist nicht viel, das ist relativ Kopf an Kopf. Ein Kill zählt hier 4 Punkte. Aus einem seltsamen Grund. Deswegen ist es ja. Hallo, so. Wir sollten sie eigentlich stompen. Aber wenn du kein Damage machst, stompen wir sie nicht. Ich muss healen. Healen ist fast wie Damage machen, nur irgendwie umgekehrt. was für eine Weisheit. Ja, ich geb dem Bob mal, der hat schon wieder keine Schilde, der Idiot. So. Ah, da hinten ist low. Also, hier ist eigentlich auch ganz witzig. Es macht schon Bock, das stimmt schon. Es ist nur nicht lustig, wenn sie irgendwie dann doch irgendwie so rücksichtslos da reinfahren und irgendwie dann.
So, der Kollege kriegt auch noch. Ach, hast du jetzt eigentlich diesen Waffenverstärkungspuls drin, oder wie? Nee, noch nicht, das hab ich noch nicht erforscht. Ach so, dann müsstest du gar nicht du das machen. Oh nein, Kollege, nein! Was soll man da machen, Leute? Was soll man da machen? Ich hatte meinen Speziallaser nicht ab, meine 1. Was soll man da machen? Naja, heil mir Matze. Matze 1, auch gut. Ja, die Gegner, Alter, ohne Scheiß. No Charts, die Gegner sind einfach perma-healed. Ich mach halt nicht den Ultra-Burst-Schaden, dass ich alle vernichten will. Na, Burst machst du mit Destroyer nicht. Also gar nicht. Lol, meine Raketen. Lol. Bei dem Lagos da. Das hat richtig geil. Au, ohne. So, okay, du hast noch ein Schild, voll. Aber. Ich bräuchte Heal. Ja, du hast vor allem kein Schild. Ich schick dir mal so, so einen Repair-Pot hin. Ja, ich will da aber nicht. Na, super. Ja, wenn die Leute halt. Da ist aber noch einer. Wenn sich halt die Leute auch alle abspalten, ist halt GG. Die müssen halt ein bisschen zusammenbleiben, ne? Komm schon. Ja, meiner. Ich meine, ich kann auch nur hier Energie auf Waffen machen. Und dann hier. Los healen. Hey, wenn du Energie auf deine Waffen tust, healst du mehr, oder? Ja, genau. Verstehe ich das richtig? Ja, okay. Genau. Ja, ich heal dich doch schon, Junge! Bist du soweit voll? Nicht ganz, okay. Ja, träum weiter da hinten, ehrlich. Kannst du mich mal eben healen? Du bist voll. Ich hab nämlich hier gerade. Ja, aber gleich nicht mehr, wenn ich keine Schilde mehr habe. Ich will eigentlich diesen Arti-Cruiser da hinten killen. Ja, das wird nicht funktionieren. Kommt einfach ein Dreadnought rum, Alter. Komm schon, Torpedos. Au! Schild. Aber die Torpedos treffen natürlich nicht, weil sie natürlich wieder irgendwo hinfliegen würden. Ja, wir haben zwei Tactical Cruiser, also eigentlich sollte das halbwegs aufgehen. Solange der andere da hinten auch seine Arbeit macht. Ah ja, der da oben, okay, der oben kriegt ziemlich aus dem Maul. Oh, den Heal, nice, der Heal ist ziemlich exposed gerade gegen meine Raketen. Komm schon drauf, stirb bitte, stirb. Gut, der wäre durchgeheilt. Der hier braucht. Oh shit! Nice, ich hab deren Heal gekillt. Oh nein, da. LOL! Wie viel Damage er dir gemacht hat! Ja, da kann ich halt nichts machen. Schiff auf mich geballert. Ich hab gerade so ein Tank-Abzeichen gerade bekommen, Alter, weil ich mich ja alles getankt habe. Wir liegen jetzt. Na, wir liegen immer noch in Scheiße. Müssten noch besser werden, das gibt's ja wohl nicht. Aber nur dieser eine Kill. Ein Kill nur. Mann. Ja, gut, was immer machen. Help, Selbstreparatur. Oh, scheiße. Ich werde jetzt mal was anderes. Nee, no chance. Ob ich irgendwas mache. Die haben so viel Squishy-Zeug. Ich nehme jetzt mal eine Corvette. Komm schon, bitte stirbt euch meine Torpedos. Bitte. Nice. Ich nehme jetzt die Corvette. So. Okay. So, wir sind. Fuck. Oh nein. Geh weg. Kein Schild, keine Energie. Bisschen lost gerade. Eieiei. So, der wäre down. Kriegen wir den R2D2 Clone? Natürlich nicht. Das hat auch nicht viel gebracht. Wir haben zwar einen Heal weniger, was halt immer relativ wertvoll ist, aber. Aber ich glaube, Corvette ist eine gute Wahl jetzt gegen die, weil die haben 3 Artilleriekreuzer und 2 Healer. Und wenig Dreadnought-artiges Zeug. Da sind Corvettes immer sehr hilfreich. Ein Kill nur noch wieder. Aber jetzt kommen die gleich wieder mit geballter Faust hier wahrscheinlich an. Ja. Ich mach mal gleich was gegen ihre geballte Faust. Okay, das ist ein Destroyer. Ja. Das ist nicht so easy zu killen. Hallo. Ja, die sind halt super, super schön. Die sind halt super angenehm auf einen Ort fokussiert. Ne? Die sind alle zusammen hier, ne? Ist immer nett, wenn sie alle abgelenkt sind, wenn ich oben rumgucke. Der ist down, das ist gut. So, komm. Jetzt auf dich hier. Ah, komm, geh drauf! Ach Mann, Leute! Wer ist denn die ganze Zeit gestorben? I don't know.
Okay, an mir lag's nicht. An dir lag's auch nicht. Und an diesem Typ, der sich gerade bedankt hat, lag's auch nicht. Heilung. Ah, ich habe meistens Heilung, ist immerhin etwas. Ja, Abschüsse, Meisterschaden, zwei. Meisterschaden mit Modulen. Nee. No chance. Waffenschaden, Korvette, lol. Ich habe fast kein Korvette gespielt. Also wurde kaum, glaube ich, eh allgemein kaum Korvette gespielt gerade. Naja, okay. Ja, aber okay, es war knapp, ne? Es war knapp. Ich meine, aber du und der Born und Sigan haben ordentlich Damage gemacht. Deswegen legt es mich ja noch mehr auf, so zu verlieren, ehrlich. Ja, ja, close. Naja, nächste Runde. Aber von allen, die wir bisher gemacht haben, wir haben jetzt, das ist die das fünfte Match, was wir jetzt aufgenommen haben. Reparatur durchgeführt. Ja, sehr schön. Lol, ich bester der Partie sogar. Ich habe am meisten Schaden aus dem ganzen Spiel gehabt. Inch. GZ. So. Nee. Okay. Ja, Schaden drückt dieses Zerstörer-Ding unendlich, Alter. Das ist unmenschlich. Also, wir haben jetzt fünf Runden gespielt gerade in dieser Session, die wir hier heute aufnehmen. Und es war die erste, die wir verloren haben, so gesehen. Well. So, wieso kriege ich 5000 Erfahrungen auf einem Tier 1 Schiff, aber nur 300 auf einem Tier 2 Schiff? Pro 5, ich habe gerade ohne Scheiß. In diesem Gefecht fast 5000 Erfahrungen auf der Agosta bekommen. In diesem Gefecht? Ja! Was? 5000? Ich hatte davor 8,8 und jetzt habe ich 13.000. Also 4,2. Dafür auf der Trafalgar hatte ich davor irgendwie 700 oder so und habe jetzt 1000, also nur 300 bekommen. Hä? Ja, ich verstehe es auch nicht. Komisch. Das System sollten Sie mal noch explainen, bitte. What the fuck? Gut, ja, bist du dann wieder da? Ja, okay, bist du sehr gut. Ich dann, bin die ganze Zeit da. Also ja, ja, gerade eben habe ich gespammt und die ganze Zeit so, ja, ihr werdet nicht zurück in dein Dings und keine Ahnung. Naja, okay. Ja. Oh, Jetzt geht's los. Okay. Ich werde jetzt, glaube ich, von Anfang an Corvette spielen, obwohl ich bei dir eigentlich schon vollkommen durch bin mit Erforschung und allem. Bist du so Corvette sucht, die? Nee, aber Rings of Saturn, da werde ich, also wenn ich jetzt hier, ich meine... Oder ich versuche mal hier den nochmal Healer zu spielen, aber ich weiß nicht, ob Healer so beliebt ist. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute, ne? Ob ihr gerne Healer seht oder was euch von den Schiffen am meisten Spaß macht. Wie gesagt, Stufe 3 spiele ich jetzt halt nicht gerade, weil Matze noch nicht keine Stufe 3 hat, aber wir haben halt hier eine Auswahl zwischen, das sind alle Schiffsklassen, die wir hier als Auswahl haben, tatsächlich. Schreibt mal, was ihr da du kannst am sowieso liebsten, auch alles spielen. So schreibt mal, was ihr da am liebsten seht. Links auf Saturn, was ist hier nicht gut? Nicht gut ist, glaube ich, hier der Freund, den spiele ich nicht. Der ist auch nicht gut. Der ist mit so der squishy. Kollege hier. Okay, jetzt habe ich nicht keinen einzigen. Das war so der Insider, den ich gerade rausgehauen habe. Fuck. Mit was spiele ich jetzt? Okay. Du kannst ja wechseln, wenn du tot bist. Aber idealerweise solltest du nicht sterben. Ah ja, okay. Gut, Destroyer, das ist okay. Ah, Quatsch. Genau wie ich dir. Aber wo bist du? Ja. Ah, rechts nehmen wir. Jo, ich fahr hier mal nach oben. Ganz vorne, lol. Und dann schauen wir mal. Die Karte haben sie, glaube ich, auch ein bisschen überarbeitet. Ich war schon länger nicht mehr auf Rings of Saturn. Aber diese komische Abdeckung hier, die gab es, glaube ich, noch nicht so lange. Das ist richtig, ja. Hä? Kommt mir neu vor. Auch für die geile Barrier, Alter. Ja, das ist der Zweck, weshalb sie eingeführt haben hier. Liegst du da echt so aggressiv runter? Ja, ich langweile mich sonst. Das Gute ist, hier respawnst du ja, ist nicht so wie in WoT, wo ich in Dauer down bin. Wo sind die Gegner? Lol, ich hasse diese Map. Ach ja, wegen den. Da unten sind alle. Die Raketen werden halt alle nach oben geschossen und das wird jetzt genau eben nichts bringen. Auch gerade auch meine Dreadnought ist halt nicht. Dreadnought ist halt auch nicht so cool, hier zu spielen, weil du eben auch. Komm mal ein bisschen reinhalten. So. Eben, weil da eben die ganzen Schüsse einfach nach oben stecken bleiben. Oh, das ist hier der Tactical. Den können wir ein bisschen aufgeben. Das ist ganz cool. Na. Was ist eigentlich für ein Spielmodus hier? Scheiße. Deathmatch. Das ist schon Deathmatch, ne? Okay. Gib mal dem Bob da unten, dem Dreadnought.
Jo, bin dabei. Ich hau da voll drauf, der kriegt nämlich zwar einen Heal, aber wenn wir da beide voll Energie drauf haben. Ja, jetzt hat er vor allem kein Schild mehr. Das kann der Heal dann auch nicht mehr raus. So, komm, schon, ja. Down ist er. Was? Der Heal ist da unten. Auf den Heal. Ja, ich bewege mich mal langsam nach vorne. Ich gehe so unten rum. Bist du hinter mir, der Typ? Warte. Ich bin hinter dir, ja. Ja, Tatsache, da oben. Wenn nicht, ich folge dir mal. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Ja, hat man auch gerade gesagt. Das hört sich immer sehr fancy an. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Lust, geil wäre es tatsächlich, wenn sie das, die Comments oder so auch noch auf Englisch oder so machen würden, Alter. Das würde ich echt feiern. Wenn sie die was? Wo ist da? Wenn sie das auf Englisch machen würde oder so. Oh, Torpedos da überhaupt. Die gibt's auf Englisch, wenn sie das Spiel auf Englisch stellt. Sie waren früher auf Englisch, ne? Echt? Oh, ja. Da werden alle vier Torpedos treffen, das wäre so geil. Die waren früher immer auf Englisch, hallo? Ich kann mich nicht so dran erinnern. Kannst du dem Bob ein bisschen mitgeben? Warte, ich gebe gerade dem Artikreuzer da oben. Der sollte ziemlich down sein. Na komm. Oh, schön sind das hier Storm Missiles. Die geben nämlich. Jawoll! Down ist er. Ich werde gleich drauf gehen. LOL! LOL, unter mir! LOL, unter mir! The Bob! Unter ja, mir! Deswegen, ich sag ja, ich werde gleich drauf gehen. Um The Bob. Treffe ich ihn? Hättest du ihn gleich gefokust, hätten wir ihn so gekillt und ich hätte ihn überlebt. Mann! Ich hab's doch gesagt! Ich will mich verraten. Ja. Ich bin eigentlich ein Doppelagent. Na komm, bleib doch stehen. Es ist so nervig, diese. Ich treff halt nix. Diese blöden Heals. Wir haben drei Heals! Drei! Darf er das? Nee, ist verboten. Also drei sind mir eigentlich drei zu viel. Drei sind dir sieben zu viel? Was? Sind mir drei zu viel? Ja, okay, drei sind mir eigentlich auch sieben zu viel, also eigentlich hast du schon recht. Kann ich eigentlich nichts dagegen sagen. Ey, dieser Perma, what the fuck? So, ich versuche mal, ob ich einfach den jetzt runterfokussen kann. Oh, die Torpedos waren sehr erfolgreich. Fuck off. Ja. So, jetzt müsst ihr einfach jemand mit so einer Nuke reinhalten, eigentlich. Ich hab leider keine Nuke. Ich hab auch keine Nuke, das ist ziemlich schade. Erstmal alle Cooldowns. Die müssen das bitte gleich nochmal hält. Ich würde eigentlich jetzt krepieren gehen. Ich möchte mir einen anderen, ein anderes Raumschiff auswählen. Du willst krepieren gehen? Ja, ich will ein anderes Raumschiff auswählen. Das ist. In dem hier. Oh, tschüss! Stimmt, doch meine Raketen, bitte. Das bitte, war jetzt bitte, aber bitte, ziemlich, bitte. Ziemlich krasse Unachtsamkeit von den Gegnern. Nein, natürlich nicht. Der hätte eigentlich nicht sterben dürfen. Naja, okay. Okay, jetzt hat er sein Auto-Repair dran. Hä? Wer ist denn hier? Wer ist hier in Reichweite für meine. Ah! Wo sind Feinde? Der ist mein Feind. Komm hier. Keine Komm Energie. Her. Der ist auch mein Feind. Okay, nee, der ist noch mehr mein Feind. Arti. Tactical. Systemneustart ist auch immer gut. Komm, noch einer! Wir gehen hier unten drauf. Torpedos, Schild. Jawoll! Mein Gott, war das knapp. Ich krieg da jetzt nicht mehr Assists wahrscheinlich für, oder? Ja, nee, ach, come on, go fuck yourself, Kans. Lol. So, wen haben wir als nächstes hier? Da hinten ist ein, zwei Tactical Cruiser, die aber sehr weit entfernt sind von ihrem Dreadnought. Das sollte erstmal man normalerweise nicht drauf. Machen. Der ist schon sehr laut, der ist sehr, jawoll, sehr schön. Oh lol, da hinten sind die ganzen Gegner. Okay, wir haben eine Corvette, die da hinten gerade ein bisschen aufgeräumt hat. Ein bisschen. Die alle gerade ein bisschen ich nervt. Ich hab das Gefühl, wir räumen gerade sowieso auf. Unser Team ist irgendwie gerade viel zu gut, hab ich das Gefühl. Na, komm. Ja, okay, der ist eh schon down. Witzig. Aber die Gegner haben halt einfach schon drei Healer. Drei Stück, Mann. Und die kriegen trotzdem noch aufs Maul. Okay, und das hier hätte ich nicht hinfahren sollen. Da kommen doch noch Raketen auf mich. Okay, ich bin so. Da halt tot. Wirklich hart aufs Maul. Aha, echt, okay, so. Das wollte ich ja eh. Das war alles geplant, Leute. Ziemlich cool. Was fahre ich denn jetzt? Fliege ich denn jetzt? Ach, wie auch immer. Was fahre ich denn jetzt?
Ach komm, das for the lols, müssen wir wieder Dreadnought spielen. Ich habe in allen Folgen heute keinen Dreadnought gespielt, glaube ich. Ich wollte sich auch mal wieder Dreadnought sehen. Oder eure Kommentare gelesen zu haben. Ihr habt sicher gesagt, Dreadnought wollen wir auch mal sehen, wenn wir schon Dreadnought spielen. Macht Sinn, oder? Definitiv. So. Kollegen. Da unten. Der ist noch recht voll. Ich bin einfach. Und er wird. Er wird drauf gehen, bevor meine Raketen ankommen. Das ist das Traurige dran. Ja. Called it. Mann, was so. Für ein Scheißgefecht, Alter. Oh, hi. Ja, einen Dreadnought zu beschießen ist einfacher als einen kleinen da hinten zu beschießen. Retter habe ich bekommen. Das ist cool. Wo sind die Gegner? Ah, keine Ahnung, ist voll langweilig das Game, ohne Scheiß. Da hinten, mindestens fünf Stück. Okay, folgendes. Ah, die ganze Healer. Ich hoffe, die clustern jetzt so richtig schön. Das wäre schön. Zack, zack, zack. Und er ist down. Und noch zwei, drei. Ja, komm. Nein! Nein! Rums! Jawoll! Ja. Und wir machen noch Anti-Missile Laser an und wir werden mal kurz den Armor Amplifier anmachen und das Schild, damit wir nicht drauf gehen. Und dann den geben wir unsere Vulture-Raketen. Beziehungsweise wir werden hier mal beginnen mit unserer Sekundärwaffe auf ihn zu schießen, weil wir eh ziemlich low sind. Oh mein Gott, ist das close! Nein! Scheiße. Okay. Aber die Raketen kommen noch, Er ist so tot, Komm. Komm, Raketen! Und. Jawoll! Vergeltung, Rächer, Todesstoß, jawoll. I'm a fucking die. Okay, in den letzten 2 Sekunden werden wir jetzt noch kurz Corvette spielen. Schnell, noch irgendwelche Gegner. 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 My boys! Gegner. Gegner. Hier, da! KS! Go! Ha! KS! Jawoll! Ah, ja, lustig. Oh, ich weiß nicht, ich bin zu oft gestorben, dieses Game, das triggert mich hart. Also schön wirklich hart. Mann, was ein Scheißgefecht. Lass mich stompen, die Gegner, ich so, was ein Scheißgefecht, Alter. Wer hat wieder best... Ich habe einfach 3 Beste der Partien, auch wenn das in meinen Stats nicht drinsteht. What the fuck? Meisten Schadenmodulen und gut verwendete Energie. Ich habe irgendwie immer einen Doppelabschuss und der bin ich immer der Einzige. Ich habe immer Bester des Teams oder irgendwas, immer Bester seiner Partie immer mit einem Doppelabschuss. Ich habe vorhin hast du 2, hattest du auch rein. Ah ja, echt? Cool. Mhm. Ja, nice. Frechheit, Alter. Leute, hier sieht man jetzt, wie viel Erfahrung ich auf welchem Schiff bekommen habe, oder? Ja. Bei Belohnungen, 1,7 auf meiner okay. Jetzt nur 200 auf meiner Tier 1. Ja, genau, so sollte es sein eigentlich. Vorhin habe ich 4000 bekommen, dann Gefecht, I don't fucking know. Das ist ziemlich broken, ja, aber... Was? Ja, I don't know. Ich hatte davor 8,8 und danach 13.000, also... Ich weiß nicht. Dafür bräuchte man echt dieses Replay-Ding da, wie du in WoT gesagt hast, dass man sich nochmal anschaut, die Gefechte. Replay, das sollten sie echt ein so ist ja lustig, ja. Okay, cool, das war auch wieder... Ich gehe gerade ins Hangar. Länger jetzt, wieder was abgeschlossen, sehr schön. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen. Das würde uns sehr freuen. Und falls ihr neu bei unserem Kanal seid, das sagen wir selten, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir werden auch wir bringen gelegentlich Videos zu World of Tanks zum Beispiel oder Dreadnought oder Moment, ja, Prey. Zu diesem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, kommen noch neue Folgen von Prey. Wir studieren allerdings beide aktuell und deshalb können wir nicht so regelmäßig Videos machen, aber je nachdem, wann wir Zeit haben oder auch gerade Semesterferien, wo wir aktuell sind, haben wir eben mehr Zeit, ne? So gesehen, abonnieren kostet nichts. Ich hätte es nicht besser sagen können. Abonnieren ist kostenlos und tut nicht weh, so gesehen, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne das tun, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao. Servus.